Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, im schönen Thüringer Wald. Wer hier seinen Blick schweifen lässt, kann wahrlich den Wald vor lauter Bäumen kaum noch sehen. Über 2000 Quadratkilometer weit erstreckt sich der Naturpark Thüringer Wald. Und über seine Bergkämme führt der älteste Wanderweg Deutschlands, der Rennsteig. Rennen ist trotz des Namens allerdings nicht zu empfehlen. Denn die Strecke ist satte 168 Kilometer lang. Unsere Sendung ist leider nur 45 Minuten lang. Aber ich werde versuchen, Ihnen in dieser kurzen Zeit so viel wie möglich zu bieten. Für das Auge herrliche Natur und romantische Städte. Für das Ohr viel Musik, unter anderem mit Gunter Emmerlich. Und für den Gaumen gibt es auch etwas. Original Thüringer Bratwurst. Und damit wir richtig Hunger bekommen, steigen wir jetzt gemeinsam hinauf zum Schloss Friedenstein, hoch über der Stadt Gotha. Friedenstein gehört eigentlich in das Buch der Rekorde. Das Schloss ist nicht nur die größte frühbarocke Palastanlage Deutschlands, sondern birgt auch das älteste Barocktheater Europas. Benannt ist das Theater nach Konrad Ickhoff, der als Regisseur genauso begabt war wie als Gewerkschafter. Schon vor 200 Jahren erreichte er, dass seine Schauspieler im Alter nicht auf die Straße gesetzt wurden, sondern eine Rente aus dem Säckel des Schlossherrn bekamen. Im Jahre 1887 war übrigens der Walzerkönig Strauß hier in Friedenstein zu Gast. Und zwar aus einem nicht alltäglichen Grund. Weil er sich im katholischen Österreich nicht scheiden lassen konnte, wurde er kurzerhand Bürger von Sachsen-Gotha. Hier ging mit herzoglicher Hilfe diese Privatinszenierung glatt über die Bühne. Und schon bald konnte Strauß mit seiner dritten Frau Adele den Hochzeitswalzer tanzen. Thank you.
am Rennsteig durch das Land. Den Beutel auf dem Rücken, die Klampe in der Hand. Ich bin ein Lustgewandersmann, so völlig unbeschwert. Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, das jeder gerne hört. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Durch Buchen, Fichten, Tannen, so schreit ich in den Tag. Begegne vielen Freunden, sie sind von meinem Schlag. Ich jodle lustig in das Tal, das Echo bringt zurück. Den Rennsteig gibt's ja nur einmal und nur ein Wanderglück. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. An silberklaren Bächen sich manches Mühlrad dreht, da rast ich, wenn die Sonne so glutrot untergeht. Ich bleib, solang es mir gefällt, und ruf es allen zu. Am schönsten Plätzchen dieser Welt, da find ich meine Ruh. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen, Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Bin ich weit in der Welt, habe ich Verlangen, Thüringer Wald nur nach dir. Thüringer Wald nur nach dir. Ein kleiner Wicht spaltet die Nation, der Gartenzwerg. Zipfelbemützt ziert er den grünen Rasen seiner Fans. Aber er beschäftigt auch die Gerichte, wenn er dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Erfunden wurde der kleine Kerl vor 124 Jahren hier in Gräfenroda. Und auch im Sozialismus sorgte er für Zwiespalt. Offiziell durfte es in der DDR so etwas Bürgerliches natürlich nicht geben. Aber dennoch wurden Gartenzwerge en masse hergestellt. Sie ließen sich nämlich gewinnbringend exportieren. Heute sind die ehemals volkseigenen Werkstätten wieder privatisiert. So auch der Familienbetrieb, den Philipp Griebel vor 4 Generationen gegründet hat. Hier werden keine simplen Gummizwerge gefertigt, sondern handfeste Original-Keramikwichtel. Und das geht so. In eine zweiteilige Gipsform wird flüssiger Ton gegossen. Sobald die Masse nach einigen Tagen trocken ist, erfolgt eine kosmetische Behandlung mit Messer und Schwamm. Und dann muss der Zwerg ins 1000 Grad heiße Fegefeuer des Brennofens. Zum Schluss bekommt er ein Kleid aus bunten Farben und eine wetterfeste Pelerine aus Klarlack. Derartig gerüstet übersteht er nicht nur Wind und Regen, sondern auch jede hämische Bemerkung derer, die mit Zipfelmützen absolut nichts am Hut haben. Der Thüringer Wald ist aber nicht nur die Wiege des Wichtelmannes. Hier wurde auch die Christbaumkugel erfunden. Und die Spielwarenherstellung hat lange Tradition. Kunterbunter Beweis dafür ist das Spielzeugmuseum in Sonneberg. Thank you.
Geschäft gewählt. Schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt. Schlag noch einmal die Bogen um mich, du grünes Zelt. Im Walde steht geschrieben ein stilles, ernstes Wort von rechtem Tun und Lieben und was des Menschen Ort. Ich habe treu gelesen die Worte schlicht und wahr und durch mein ganzes Wesen ward's unaussprechlich klar. Und durch mein ganzes Wesen ward's unaussprechlich. Schmalkalden war einst ein Hort des Wohlstandes. Bereits im Mittelalter wurde in der Umgebung der Stadt Eisenerz abgebaut. Und so siedelten sich immer mehr Handwerker an. Sie schmiedeten Sensen, Werkzeuge und Waffen und verkauften sie europaweit für gutes Geld. Die Waffen hätten sie wohl besser behalten sollen. Dann hätten sie vielleicht den Schmalkaldischen Krieg nicht verloren. In dieser Auseinandersetzung zwischen Kaiser Karl V. und den sogenannten Protestanten sollte die Stadt als Ort übler Ketzerei dem Erdboden gleichgemacht werden. Im letzten Augenblick wurde die Katastrophe abgewendet und nur wenig später übernahm der hessische Landgraf Wilhelm IV. Die Herrschaft. Er ließ die Wilhelmsburg erbauen, das einzige hessische Schloss in Thüringen und ein fantastisches Juwel der Spätrenaissance. Bis an mein Ziel.
Glocken des Lebens, das Echo der Zeit, sie schlagen mal leis und mal laut. Für Anfang und Ende, für Liebe und Leid, ihr Klang ist den Menschen vertraut. Gestern, morgen, heute hören wir sie läuten, wem die Stunde schlägt. Hier auf unserem Weg wird ein Kind geboren, geht ein Licht verloren. Ein Leben lang hören wir den schlagen mal leis und mal laut. Für Anfang und Ende, für Liebe und Leid, ihr Klang ist dem Menschen vertraut. Wenn sich Menschen finden, Grenzen überwinden, wenn der Krieg verliert und es Frieden wird. An den guten Tagen hören wir sie schlagen, aber auch dann beim Abschied irgendwann. Glocken des Lebens, das Echo der Zeit, sie schlagen mal leis und mal laut. Für Anfang und Ende, für Liebe und Leid, ihr Klang. Wenn es um die Wurst geht, ist es gut, einen Freund zu haben. Und wenn es um die Thüringer Bratwurst geht, hat man am besten einen Freund, der hier aus der Gegend kommt. Herzlich willkommen, Gunther Emmerlich. Herzlich willkommen im Thüringischen. Ich muss sagen, für einen Sauerländer machst du das sehr ordentlich. Na, unterschätzt die Sauerländer nicht. Was ist denn eigentlich dran an so einer Thüringer Bratwurst? Ja, es geht ja eigentlich mehr darum, was drin ist. Ne? Ja, was ist denn drin? Ja, also ich kann dir sagen, dass Schweinefleisch drin ist, Kalbfleisch, Gewürze verschiedenster Art. Aber welche Gewürze und in welchem Mischungsverhältnis das alles steht, das verrät ja kein thüringischer Fleischer. Also er redet eher noch von seinem letzten Seitensprung, eher der dies verrät. Und er sagt vielleicht noch, was nicht reinkommt, aber damit ist er nicht geholfen. Aber das Wichtige ist, sie schmeckt. Sie schmeckt. Gibt es auch Vorschriften für den Verzehr? Also erstmal, wie sie gebraten wird, nicht? Also auf einem Holzkohlrost, der wird also mit Speckschwarte eingerieben, damit die Bratwurst nicht anbeckt am Rost. Dann wird also in gewissen Abständen, kurzen Abständen, wird Bier draufgegossen als Geschmacksverstärker. Außerdem wird es dadurch auch knuspriger. Manche Leute nehmen Wasser dazu. Also dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Ja, also ich auch nicht. Dann kommt die Wurst in das aufgeschnittene Brötchen hinein. Ja. Und natürlich wird es mit Senf bestrichen, das Würstchen. Mhm, danke. So. Und dann muss diese Wurst natürlich mit einer Hand gegessen werden. Mit einer Hand? Ja. Warum das denn? Weil in die andere Hand kommt das Bier. Ach so. Sehr zum Wohle. Und wie viele Kalorien hat denn so ein Leckerbissen? Nicht der Rede wert. Du singst 100 Stunden aus dem Halse, schön laut, und dann ist das alles wie verflogen. Zumindest also um den Hals herum. Jetzt weiß ich endlich, warum du so viele Konzerte singst. Genau. Danke, Gunther. Wir kommen zum Nachtisch. Früher mussten die Frauen in Thüringen vor der Hochzeit ihre Geschicklichkeit beweisen. Die Aufgabe war, drei Kuchen gleichzeitig zum Backhaus zu tragen. Aus dieser Tradition entstand der Kuchenbretttanz.
Auf dem Gelände von Kloster Vestra gibt es gleich mehrere Sehenswürdigkeiten zu bewundern. Da ist erst einmal die Abtei selbst mit ihren romanischen und gotischen Gebäuden. Im sogenannten Dorfmuseum sind Bauernhäuser und Werkstätten im traditionellen Fachwerkstil aufgebaut. Und schließlich wurde der Kräutergarten des Klosters originalgetreu wieder hergerichtet. Der Anbau von Gewürzen und Heilpflanzen war in Thüringen allerdings nicht nur den Klöstern vorbehalten. Eine ganze Region mit über 40 Ortschaften ist seit langer Zeit als Thüringer Kräutergarten bekannt. Und von hier aus zogen einst die sogenannten Buckelapotheker kreuz und quer durch Europa. Auf dem Rücken trugen sie eine hölzerne Kiepe mit Essenzen, Tinkturen und aromatischen Ölen. Diese Waren wurden damals Olitäten genannt und sind heute als natürliche Heilmittel wieder groß in Mode. Sehr zur Freude der Thüringer, die sich mittlerweile sogar mit einer Olitätenkönigin schmücken. Und die wirbt dann mit sehr viel Charme für alles, was gut tut. Vom Bergbalsam bis zum Fichtennadel-Nervgeist. Kein schöner Land können Sie nicht nur sehen, liebe Zuschauer, kein schöner Land können Sie auch höchstpersönlich erleben. Falls Sie bei unserem Preisrätsel mitmachen und das Glück haben zu gewinnen. Die heutige Frage lautet, wie heißt der älteste Wanderweg Deutschlands? Eine kleine Hilfe, er führt hier durch den Thüringer Wald. Schreiben Sie die Antwort auf eine Postkarte und schicken Sie diese an die folgende Adresse. Saarländischer Rundfunk, kein schöner Land, Postfach. In 66142 Saarbrücken. Einsendeschluss ist heute in einer Woche. Und diese Preise warten auf Sie. Ein verlängertes Wochenende mit Reitmöglichkeit im Hotel und Reiterhof Waldblick in Boxberg bei Gotha. Oder eine Woche im Hotel Moosbach in Ilmenau-Manebach am Rennsteig. Oder eine Woche im Pannonia-Hotel am Schlosspark in Gotha. Alle Preise wie immer für zwei Personen inklusive Frühstück. Ich wünsche Ihnen viel Glück und einen schönen Aufenthalt im Thüringer Wald. Zum Tanze, da geht ein Mädel mit güldenem Band. Zum Tanze, da geht ein Mädel mit güldenem Band. Das schlingt sie dem Liebsten ganz fest um die Hand. Das schlingt sie dem Liebsten ganz fest um die Hand.
Herz allerliebstes Mädel, so lass mich doch los. Ach Herz allerliebstes Mädel, so lass mich doch los. Ich lauf dir gewisslich auch so nicht davon. Ich lauf dir gewisslich auch so nicht davon. Kaum löse die schöne Jungfer das güldene Band, kaum löse die schöne Jungfer das güldene Band, da war in den Wald schon der Bursche gerannt, da war in den Wald schon der Bursche gerannt. Drum halte die Burschen so fest wie es geht, drum halte die Burschen so fest wie es geht. Sie nehmen sonst Reiß aus, ehe ihr euch's verseht. Sie nehmen sonst Reiß aus, ehe ihr euch's verseht. Sollst mit mir im Himmel leben, träumend über Sterne schweben, ewig scheint die Sonne für uns zwei. Sehn dich herbei und mit dir mein Glück, hörst du die Musik, zärtliche. Es ist fast wie beim Hasen und beim Igel. Wo man auch hinkommt im Thüringer Wald, der Geheimrat Goethe war schon da. Einerseits besuchte er das Land aus beruflichen Gründen. Er sollte sich um die Belebung des Bergbaus bemühen. Andererseits frönte er hier seiner Wanderleidenschaft. Am 6. September 1780 schrieb er auf den Höhen des Kickelhahn eines seiner bekanntesten Gedichte. Wanderers Nachtlied. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Und damit, liebe Zuschauer, darf ich mich für heute von Ihnen sehr herzlich verabschieden. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen und bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen wie immer eine schöne Zeit. Thüringer Land mit hellem Klang, grüß dich, mein Lieber.